freuen wir uns auf den ersten Auftritt von Borussia und hatte am Sonntag ein Duell mit Werder Bremen. Besprechen sich nochmal zwecks der Aufstellung, zwecks der Platzwahl die beiden Kapitäne Martin Stranzl und Atif Şaşu. Şaşu mit. Julian Korb. Also erste Minuten, die Borussia hier dominiert. Mannschaft wirkt relativ ballsicher für meinen Geschmack. Also wieder beide Mannschaften in Vollbesetzung. Stranzl mit dem guten Ball auf die rechte Außenbahnposition. Mit der Nummer 58 eher ungewöhnlicher für einen Spieler. Hat auch relativ lange gebraucht, um wirklich dort. Ein typisches Testspiel bislang, auch diese typische. Hier in der Startformation der schon erwähnte Yohann Umari, der Mann, der jetzt am Ball ist, Hassan Kapse. Für Borussia im Aufstiegsplayoff gegen Werder Bremen ausgerechnet. Und was ich noch vergessen hatte, die U23 hat ja gespielt, da mit 1:3 verloren. Wollten wir nicht unterschlagen. Dann ist Torres gegangen. Übertragen. Hier bei Fohlen TV. Könnte dem BVB am Samstag, den 23. um 18.30 Uhr. Geht's aus? Beide Mannschaften hatten sich ja im Übrigen am Flughafen vor dem Abflug. Julian Korb. Flankenversuch vors Tor, aber gut raus. So, jetzt die nächste Chance und Sippel wieder. Zum zweiten Mal heute mit einer richtig guten bezogen. Stranzl. Doch positiv in die Halbzeitpause gehen. Gleich melden wir uns wieder pünktlich zu zweit aus. Einige Spieler haben sich heute auch ins Rampenlicht spielen können bei der Mannschaft von André Schub. Unterm Strich jetzt so eine Trainingspartie, so eine Testpartie, gerade wenn es die erste auch in einem ganz eigenen Punkt in der Saisonvorbereitung steht. In der tief klare Angelegenheit, auch wenn er da lieber den Weg direkt auf das Tor von Tobias Sippel gesucht hätte.
Ja, da. Oh nee. Ja, guter Ball auf die rechte Seite, da ist was möglich. Akin nicht an den Ball gekommen, weil Tobias Sippel gut mitspielt, die entscheidenden Meter rausgeht und aufmerksam ist. Im Strafraum von Sivasspor, aber am Ende fehlte der Abschluss. Im zweiten Durchgang jetzt neu mit dabei. Defensiver Mittelfeldspieler wird hier von den Beinen geholt. Oder zu dem er sich selbst gerne gemacht hätte, aber trotzdem einer der. Dazu so.